Guten Tag. Die Waage ist sehr diplomatisch, das wissen wir alle, viele Staatsmänner, Politiker, Menschen, die in Institutionen arbeiten, mit Einfluss und Waage sind, arbeiten sehr oft zusammen. Deswegen sucht sich immer Waage einen Partner, nicht? Nach dem Motto, das gibt es ja in den Liedern auch. Zusammen sind wir stärker und so weiter. Also die Waage sucht sich immer einen Partner, weil die Waage weiß, dass die Menschen verschiedene Meinungen vertreten und es ist da nicht so einfach, da anzukämpfen. Und deswegen weiß die Waage, zusammen sind wir stärker. Und die Waage ist nicht wie Steinbock oder nicht wie Widder. Der wird nicht sagen, mach das und du musst es machen. Keine Widerrede. Nein. Die Waage wird dir immer das Gefühl geben, wir haben es geschafft. Und was typisch für eine Waage ist, sind solche Sätze, du, was meinst du? Ich habe mir überlegt, dass wir das unbedingt durchsetzen sollen. Und weißt du was, wir sollen da im Garten vielleicht das teilen oder was auch immer, oder hier Blümchen setzen und hier Zwiebelchen setzen, was auch immer. Aber die Waage wird dir immer das Gefühl geben, du bist da gebraucht. Was meinst du, wenn wir zusammen die Sache angehen und Briefe schreiben, damit der Baum hier nicht abgeschnitten werden muss, was auch immer. Das sind typische Sätze für eine Waage. Später natürlich wird Waage schon das machen, was die Waage will. Tut sie auch oft, aber du hast immer das Gefühl, wir haben das geschafft, wir zusammen. Sehr diplomatisch, sehr schön, muss ich sagen, aber es gibt natürlich Leute wie Skorpione zum Beispiel, die, oder Steinböcke, die eine Waage nicht glauben werden. Deswegen viele Leute meinen, eine Waage ist ein Heuchler oder ein Schmeichler. Deswegen, wenn die Waage dir solche schönen Komplimente macht, werden viele Leute daran gar nicht glauben und sagen, diese Waage werde ich über den Weg nicht trauen. Das ist natürlich das Problem für die Waage. Wenn Waage verlangt von den Menschen, von den Freunden, wir werden zusammenbluten und zusammen den schrecklichen Weg gehen und du musst mir immer helfen und ich helfe dir auch, werden viele Leute daran nicht glauben. Das ist das Problem bei der Waage. Auf der einen Seite klingt das natürlich ein bisschen abgewichst und man denkt, wir zusammen und nachher machst du doch das, was du willst. Aber auf der anderen Seite denkt man, die Waage sucht sich eine Partnerschaft, die wunderschön ist. Und es ist klar, alleine schafft man das nicht alles. Und deswegen, viele Leute, die Beziehungen mit einer Waage eingehen, werden oft von der Waage auch enttäuscht. Die Waage ist auch enttäuscht, aber die Menschen werden auch enttäuscht, weil die denken, die hat das nur deswegen gemacht, weil sie wollte Verstärkung, die wollte, dass wir das zusammen machen, aber dann hat sie doch das alleine gemacht. Das gefällt mir alles nicht. Deswegen kommt bei der Waage oft zu diesen Enttäuschungen, in den Beziehungen auch. Deswegen, manche Leute verlassen die Waage und wollen mit der Waage nichts zu tun haben, weil sie der Waage einfach nicht trauen. Man kann das jetzt nicht abschätzen und wirklich nicht sagen, selbst wenn du mit einer Waage lebst, hat die Waage das deswegen gemacht, weil sie dich benutzt hat und gebraucht hat und ausgenutzt hat, oder hat die Waage das deswegen gemacht, weil sie dich wirklich liebte und mochte und die wollte das alles zusammen machen, weil sie wusste, alleine schaffe ich das nicht. Und deswegen, viele Leute, die sich von einer Waage getrennt hatten, wissen bis heute nicht, hat mein Partner, Waage, Partner, Mann oder Frau, haben die das gemacht, weil sie mich benutzt haben oder haben sie das gemacht, weil sie wirklich an mich auch geglaubt haben. Und deswegen
wenn du dich von der Waage getrennt hast, bis heute wirst du nicht wissen, wie das wirklich war, aus welchen Gründen die Waage das gemacht hat. Viele Leute, die verheiratet sind, wissen bis heute nicht, warum wir, mein Gott, getrennte Güter haben und warum es ist so abgelaufen und nicht anderes, warum wir das alles zusammen gemacht haben. Später hat die Waage doch alle Ziele durchgesetzt, weil Waage ist immer hinter etwas her. Immer. Waage hat immer die Ziele. Und deswegen so eine Unsicherheit bleibt bei den Menschen, die sich von der Waage getrennt haben, immer da und man weiß nicht, warum die Waage das gemacht hat. Aber für heute ist die Zeit um.